Oh Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von... Mann, nee, das geht nicht. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie ihr eben gesehen habt, fiel es mir nicht so leicht wie gedacht. Ich dachte irgendwie, dass es mir leichter fällt und ich hatte mir auch schon so überlegt, sozusagen, ja, ich weine nicht vor der Kamera, deswegen wirke ich vielleicht hier jetzt so ein bisschen herzlos, aber irgendwie hat es dann nicht so geklappt. Genau, Steini ist verkauft und wird jetzt einen neuen Lebensabschnitt beginnen und ja. Das ist natürlich für mich sehr traurig, aber für Steini auch, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und die erste Frage, die sich wahrscheinlich die meisten stellen, ist, warum verkauft ihr Steini? Den haben wir ja selber gezogen, hatten wir jetzt fast 5,5 Jahre. Also wirklich von Embryo Steini bis jetzt hatten wir ihn. Und ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Aber genau, der Verkauf war lange überlegt und war gut durchdacht. Also ja, wir haben natürlich auch geweint und alles, aber... Die Entscheidung steht eigentlich auch schon länger, deswegen ist es jetzt nicht mehr so plötzlich. Aber wenn es jetzt wirklich soweit ist, ist es natürlich schon doch nochmal schwieriger, darüber zu reden. Und ja, also warum verkaufen wir Steini? Das hat eigentlich einige Gründe. Der eine Grund ist die Zeit, einfach, dass ich das Gefühl habe, dass ich ihm nicht mehr gerecht werde. Ich bin jetzt ja im Studium auch schon im 6. Semester und es wird auch nicht besser mit der Zeit. Also es wird immer mehr werden und spätestens, wenn ich arbeite oder halt dann im Examen bin, dann wird das einfach schwierig zeitlich. Und ich habe ja auch noch andere Pferde zu reiten. Ich habe ja noch Duffy, ich habe noch Krusi und dann reite ich noch so ein paar andere Pferde mit. Und das ist halt einfach auch echt zeitlich dann schon ein bisschen schwieriger, weil er halt jetzt auch älter wird. Also wäre er jetzt 3, wäre das halt kein Problem. Dann würde ich sagen, okay, dann steht er halt 2 Jahre rum, aber... Er wird ja auch nicht jünger und hat halt auch Lust, richtig zu arbeiten. Und genau, ich hätte halt auch einfach Lust, dass er richtig gefördert wird, dass er auch richtig groß rauskommt. Also natürlich in seinem Rahmen, aber trotzdem wäre es schon cool, wenn er einfach ja, jemanden hat, der auch alles mit ihm macht. Der kann ja auch springen, der kann ja ins Gelände, der kann ja alles. Und es ist einfach irgendwie total schade, wenn er dann halt so jungpferdemäßig, so wie ich ihn reite, 3-4 Mal die Woche, hat ihm jetzt auch nicht geschadet, aber wünsche ich mir halt eigentlich anders für ihn, vor allem jetzt so im Alter. Und genau, das war der erste Grund, dass es einfach zeitlich langsam enger wird mit meinem Studium. Und genau, der zweite Grund ist, dass es mir einfach nochmal klarer geworden ist, dass es mir richtig, richtig viel Spaß macht, junge Pferde auszubilden. Also von ganz, ganz klein anzufangen, also wirklich das erste Mal draufsitzen und so. Und wenn man dann nicht mal ein Pferd abgibt, dann kann man halt kein neues, junges Pferd ausbilden, weil es dann einfach schwieriger wird. Ja, man kann ja nicht alle behalten, sonst zeitlich und finanziell wird es da einfach eng. Und dann muss halt irgendwer irgendwann mal ausziehen. Und Steini ist jetzt so weit, dass er eine eigene Familie haben kann. Genau, und deshalb auch noch ein Grund. Und der dritte Grund ist natürlich auch der finanzielle Grund. Also irgendwann studiere ich nicht mehr, dann muss ich halt auch sehen, wie ich das alles hinkriege. Und genau, da kann ich halt nicht 1000 Pferde haben. Und genau, das kostet ja einfach echt viel Geld, der ganze Sport. Und dann kann man eben nicht jedes Pferd behalten. Also zeitlich und finanziell ist es dann auch einfach irgendwann eng. Genau, das waren so die Gründe, warum er überhaupt verkauft wird. Und ja, das heißt ja natürlich nicht, also für viele ist es ja ein Tabuthema, so Verkauf und ja, du hast dein Pferd gar nicht mehr lieb. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir ihn nicht mehr lieb haben. Ich habe eher das Gefühl, dass ich das für ihn mache, also dass ich die Entscheidung für ihn treffe, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihm einfach nicht mehr gerecht werde. Und genau, deswegen kommuniziere ich das auch so offen. Also für mich ist das okay, auch wenn ich traurig bin, ist es natürlich okay für mich. Und ich glaube, er wird es auf jeden Fall sehr, sehr gut haben. Und
ich glaube, er verdient es halt auch einfach, dass er eine Person hat, die sich richtig um ihn kümmert. Was nicht heißt, dass ich mich nicht richtig um ihn kümmere, aber es heißt halt einfach, dass ich nicht die Zeit habe, mal mit ihm ins Geländepark zu fahren, ihn jedes Wochenende mal aufs Turnier eine Saison lang. Also das, finde ich, verdient er halt einfach, weil er echt jeden Tag was machen möchte und jede Aufmerksamkeit liebt. Und genau, das kann ich ihm einfach nicht mehr bieten. Und heißt nicht, dass ich ihn nicht mehr lieb habe oder es nicht passt oder so, sondern es ist einfach, ja, dass ich ihm nicht mehr gerecht werde. Duffy ist mein Pferd, für die habe ich mich damals entschieden. Und genau. Ihr werdet jetzt die letzten Reitszenen sehen mit Steini, also die letzten Reitszenen mit Steini hier auf YouTube. Und danach erzähle ich euch noch was zu seiner neuen Besitzerin. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. Hey, was soll das hier werden? Er ist neugierig, oder? I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. So, das waren jetzt die letzten Reitszenen von Steini und mir hier auf YouTube. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Steini vermissen werdet. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Aber ich wollte jetzt noch was zu seiner neuen Besitzerin erzählen. Und zwar ist die etwas älter als ich. Also auf jeden Fall eine erwachsene Frau. Und genau, aber ich glaube auch ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall passt es von der ersten Sekunde. Sie hat ihn halt so ausprobiert, als wenn, also es hat halt sofort gepasst. Sie hat halt nicht die Fehler gesucht. Ich finde, manche Suchen kommen so und sind so richtig kritisch mit dem Pferd. Und sie hat halt eigentlich sich vorher schon für ihn entschieden gehabt. Also sie hatte mir auch gesagt, dass sie sich schon vorher in ihn verliebt hatte. Und ja, das war irgendwie cool, weil sie halt einfach dann kam und man hat halt gleich gemerkt, dass es passt. Und dann hat sie ihn halt so ausprobiert, als wenn sie nur noch gucken muss, ob es auch noch reiterlich passt. Aber eigentlich hat sie sich schon für ihn entschieden. Und andere probieren dann ja manchmal aus und suchen dann irgendwie so das Haar in der Suppe und suchen dann eigentlich nur Gründe dagegen. Und sie hat eigentlich nur geguckt, ja, passt das? Und dann war es das irgendwie. Also dann war es klar. Und dann waren auch bei der Ankaufsuntersuchung, da kann ich euch jetzt auch noch ein bisschen was einblenden, da war alles top. Also wir haben den ja noch nie geröntgt. Und ich war da halt ein bisschen ängstlich vor, weil natürlich, wenn man ein Pferd 5,5 Jahre hat und noch nie irgendwas, klar, er war noch nie krank, aber man weiß ja nie, was drin steckt. Und genau, deswegen waren wir da, also war ich da zumindest ein bisschen ängstlich, aber Mama war sich die ganze Zeit ziemlich sicher, dass da gar nichts sein wird. Und es war auch überhaupt nichts. Also er hat eigentlich ein Vorzeigeskelett. Und ja, dann wird er jetzt in sein neues Zuhause ziehen. Und genau, da werde ich euch auch noch ein paar Szenen jetzt einblenden, aber genau, da werde ich nichts mehr zu sagen, weil ich glaube, das wird schon emotional genug für uns. Da kann ich dann nicht noch irgendwie was mitnehmen und also nicht euch noch mitnehmen und irgendwas erzählen, sondern es wird einfach, wir versuchen das einfach so entspannt wie möglich für Steini zu machen, dass er das nicht so doll merkt, weil ich meine, für ihn ist es, Pferde sollte man ja nicht so vermenschlichen, für ihn ist es halt einfach, der lebt ja im Hier und Jetzt, also ja, er soll einfach nur nicht gestresst sein, deswegen werden wir ihn auch selber bringen und uns das neue Zuhause auch nochmal anschauen. Und ich schreibe auch noch eine Bedienungsanleitung für Steini. Also wir werden das alles so gut wie möglich über die Bühne bringen und werden bestimmt noch einige Tränen vergießen. Aber ich denke, das ist auch normal, dass man nach 5 Jahren einfach dann traurig ist, wenn das Pferd weg ist, auch wenn wir es dafür entschieden haben und bewusst. Und es ist auch die richtige Entscheidung. Aber trotzdem darf man ja auch traurig sein und genau. Deswegen würde ich das Video jetzt auch beenden und wünsche euch noch viel Spaß mit den letzten Szenen mit Steini und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!